So, mal gucken, ob er uns was verraten kann hier über die Häuptlinge. Uschbacker der Kleine hat das Gefühl, weit entfernt vom dunklen Turm zu sein. Aha. Furcht vor Verbrennen und erleidet Schaden durch Kampftodesstöße. Interessant. Askrom, die Klaue war das also. Gut. Ob wir es jetzt mal schaffen, in Ruhe zu unserer Mission zu kommen? Wer weiß. Ja, isst deinen Arm, mein Bester. Isst deinen Arm. Das dürfte die beste Idee sein, überhaupt. Oh, okay, was ist das? Hier unten drin? Die geheime Flamme. Im geheimen Außenposten werden nicht bloß die Brandwaffen des Feindes gelagert, sondern es wimmelt zudem auch noch vor gefährlichen Kreaturen. Er verstand es, beide Bedrohungen auszulöschen, indem er die eine gegen die andere wandte. Forme die Legende des Bogens Askar. Belohnung 450 Mirian. Die nehmen wir an. So, dann bin ich mal gespannt. Oh. Fähigkeit freischalten. Ei, ein Fähigkeitspunkt. Gucke mal. Schattenangriff aneinanderreihung. Genau, das war ganz geil. Doppelter Angriff. Das ist auch ganz cool. Flamme der Vergeltung. Nee, wir nehmen erstmal doppelter Angriff. Die anderen beiden Sachen danach. Mann, das geht voran, sage ich dir. Das geht voran hier. Locke die Ghule in die Hügelgräber. Wo sind sie denn? Nee, da nicht. Da oben? Nee, auch nicht. Moment mal, darf ich mal kurz... ich muss hier mal... Tschüss. Kommt, Kinder, kommt. So, 50 Ghule töten durch Explosionen. Ja, das machen wir doch gerne. So, erstmal lassen wir sie alle ein bisschen rankommen auf den Meter. So, jetzt stehen wir gut. Rums. Da knallt es einmal und schon haben wir 15 dahin gerafft. Hui! Lass mich mal durch hier. Keine Zeit für eure fiesen Matenten hier. Kann ich den ganzen Tag mit euch hier Maulaffen? Bam! Da, sag mal. Schießen sollst du, sag ich. Sehr schön. So, da waren die nächsten 15. Jetzt kommen, denke ich mal, nochmal 15. Kommt, kommt, kommt. Kommt alle her. So, und Party hart. Rums. So, und da kommt die letzte Meute. Ja, kommt ruhig alle her. Ihr seid alle herzlichst eingeladen. Rums, die geheime Flamme. Erfolg, 400 XP, 450 Mirian und nochmal 50 Obruf. Sehr schön. Zurück. Gut. Haben wir die auch. Dann ist hier glücklicherweise gleich in der Nähe ein Tier, dem wie es aussieht. Ja, Tatsache. Na. Und diesmal nicht Nanichir? Schade. Dann hier, Geleier, schade. So, Fähigkeiten, da haben wir doch 2380. Fokus, Fokus, erhöhte Gesundheits... ich würde erstmal Fokus machen. Ich bin ja so ein Fokusfreund. Und für das andere, für mehr Pfeile hat es eh nicht gereicht. Wo man eigentlich mehr Pfeile danach direkt machen könnte. Und wir sammeln mal hier ein bisschen was ein, wer weiß, was wir davon alles brauchen. Blaue Milch. So, wer bist du? Du bist Orchamart. Orchamart. Naja, gut. So, was haben wir da? Gucken wir auch nochmal. Brauchen wir das vielleicht? Nau Grimbas. Brauchen wir auch nicht. Schade. Dafür befreien wir jetzt gleich noch einen Sklaven. Der Sklavenaufseher hat heute schlechte Laune.
Was hat ihn so gereizt? Die Widerstandskämpfer haben ein paar Sklaven befreit. Und nun hat er es mit dem Häuptling zu tun. So, Nummer 1. Immer holen wir ihn noch platt. Vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Diese Orks töten schon dafür, wenn man sie schief ansieht. Meine Freunde lernen das gerade auf die harte Art. So, dann gucken wir auf die Karte. Gut, wir sind hier gleich in der Nähe. Dann nehmen wir hier gleich Ithilien und das Artefakt mit. Endlich bin ich. Bisschen ökonomisch machen, die ganze Sache. Wirtschaftlich. So. Das Ithilien ist da unten. So, da haben wir es. Und er sagt wieder nichts. Toll, Achan. Ups. Radluk hat den Tag getötet und ein ganzes Fass Glocken. Genau, Radluk hat den Tag getötet. Ziemlich sicher. Der Mann könnte den Tag nicht töten, selbst wenn seine Waffe brennen würde. Richtig. Das könnte keiner von euch. Niemand. So, da haben wir noch ein Artefakt. Mit Orktag hab ich keinen Mitleid. Mal gucken. Er hat den Tod verdient. Elfenbeinschnitzerei aus einem Mumak-Stoßzahn. Dieser mit Schnitzereien verzierte Stoßzahn erinnert an den Abschluss einer epischen Jagd. Man kann darauf zwei Zwerge erkennen. Der erste schwingt eine mächtige Axt gegen einen riesigen Mumak. Der zweite, vielleicht sogar sein Zwilling, flieht in Panik vor dem Biest. Die Kunstfertigkeit deutet auf einen wahren Handwerksmeister und auf den Einfluss von Starkbier. Der andere flieht, wenn das mal nicht unser Torwin ist. So, Erinnerung abspielen. Hier, sie ist fertig. Ein echtes Meisterwerk. Welch herrliche Schnitzereien. Auf die Vorderseite habe ich geschnitzt, wie wir diesen Mumak erleben. Und auf die Rückseite unsere nächste Beute, den mächtigen Grauk. Ein Biest wie dieses macht einen Jäger zur Legende. Zeig mir die Schnitzerei. Ist sie nicht großartig? Diese Details. Sieh, wie ich zum Schlag gegen das mächtige Biest aushole. Überall Blut. Und warum hast du mich geschnitzt, wie ich voller Panik vor dem Mumak davonrenne? Künstlerische Freiheit, Bruder Torwin. Wenn du der Held sein willst, schlage ich vor, dass du das nächste Mal die Schnitzerei übernimmst. Was für ein Sack. So. Können wir uns das... Können wir uns das nicht mehr an... Oh, schade. Ich wollte es mir nochmal angucken. Egal. Menü verlassen. Und dann gucken wir auf die Karte. Hier können wir uns einmischen in eine Jagd. Ja, wir sind gleich hier. Meine Güte, dann machen wir das schnell. Und danach habe ich eigentlich wieder Bock auf eine Hauptmission. Entweder Torwin. Ja, doch. Ich habe auf Torwin Bock eigentlich. Der kleine Sack. Er hat so eine große Fresse. Scheint seine Grenzen nicht zu kennen. Ja. Er gehört nicht zu denen, die auf ihr Schicksal warten. Er läuft ihm entgegen. So, dann mal hier hoch. Genau. Ja, dem Torwin habe ich Gefallen gefunden. Jagd. Die nehmen wir an und machen dem Irren ein bisschen Beine. Oh, mit Gule wollen sie es aufnehmen. Mit Gulen, Entschuldigung. Natürlich mit Gulen. So, erstmal werden wir seinen Unterstützer platt machen. Ja. Hier steht er ganz schnell alleine da. Aber wir wissen ja, dass Gude keine echte Gefahr darstellen. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Immun gegen Fernkampf, na, richtig. Kein Grauk! Kein Ghoul, kein Karagor. Doch trotzdem Beute für uns. Ja, wir werden sehen. Eins. Und gleich nochmal. Lass mich ja mal durch. Muss zu dem jungen Mann hier. So, Jagd gelöst. Sehr schön. Gestorben. Horschkrisch der Irre ist Geschichte. So, und wir hauen hier ab.
Denn die nerven haben mit ihrer Spuckerei. Die sind mir ziemlich auf den Geist. So, wohin? Ach genau, Richtung Torben. So. Dann sammeln wir uns Wein. Mal ausgesammelt. Torwin, hier ist er. Dann machen wir einen Umweg hier über das Artefakt. Und dann zu Torwin. Ja, das war die falsche Taste. Entschuldigt bitte. Ups. Hey, hier ist schon eine Häuptlingsmission. Ist ja irre. Uschbacker der Kleine. Naja. Da müssen wir uns vorher nochmal angucken, wer seine Leibwächter sind. Die vielleicht vorher plätten, dass sie uns nicht in den Weg kommen. So. Weit scheint es nicht zu sein. Und unten, da wüten wieder Ghule. Nervige kleine Biester. Ach, guck mal an. Wieder so ein 9x-Tuger. So, den verhören wir direkt mal. 9x-Tuger. Ja, nicht hier, Geleier, sagt er. So, was haben wir hier? Krosch-Glückspilz. Elite-Häuptner, guck an. Fühlt sich sicher, solange seine treuen Bogenschützen ein Auge auf ihn haben. Ah, 3 Leibwächter hat der Typ. Mann, der hat ja mehr Schiss als Vaterlands Liebe. Eieieiei. Was für ein Feigling. So. Vielen Dank, Fremder. Muss ich mal gucken. Ich glaube, das wird hier bestimmt unten sein. Hau ab. Ich suche was. Ah, genau das suche ich. Zerstörtes Spinnenei. Dieses Ungol-Ei wurde offensichtlich als Erinnerungsstück aufbewahrt. Aber zu welchem Zweck? Steht es für ein weiteres Opfer in einem aufkeimenden Krieg in Mordor, der zwischen den Streitkräften Saurons und den Kindern der Königin Kankra ausgetragen wird? Oder ist es nur der Überrest des Abendessens eines Uruks? Ja, gute Frage. Na, wo bist du denn? Hallo? Da. Endlich. So, Erinnerung abspielen. Ich spreche mit dem Mund von Sauron, dem zweiten dunklen Herrscher von Mittelerde. Unser Wille ist sein Wille. Mordor ist unser und wir haben es für uns erobert. Bringt diese Nachricht von Sauron zur Spinnenkönigin Kankra, der letzten Tochter von Ungoliant. Deine Kinder dürfen nicht in Mordor schlüpfen. Deine Kinder werden sich nicht länger an den Morgai fliegen laben. Du wirst dich aus diesem Reich zurückziehen und deine Nester in Nam-Ungoy aufgeben. Du hast dich an unserer Großzügigkeit fett gefressen. Wir haben dich wie ein Haustier gemästet und dir erlaubt, ungestört deiner Wege zu gehen. Das ist jetzt vorbei. Unser Bündnis von einst ist beendet. Unser Wille ist unabwendbar. Das ist unser letztes Wort. Tja, klingt sehr, ich sag mal, resolut. So, da mach ich. So, jetzt wollten wir uns zu Torwin begeben. An diesem Ort scheinen sich gegenseitig abzuschlachten. Und jedes dieser Lebewesen wird lernen, uns vor allem anderen zu fürchten. Ja, das denke ich auch. So. Mächtige Beute. Dieser Zwerg behauptet, er wüsste, wo sich weitere Artefakte aus Celebrimbors Vergangenheit verbergen. Na, dann wollen wir doch mal sehen, was der Zwerg genau weiß. Zielgenauer Treffer. Und nichts von ihm wird
verschwendet werden. Wie heißt du, mein Vater? Talion. Was warst du? Ein Leutnant? Eigentlich war ich Hauptmann. Oh, ich verstehe. Wir haben einen Hauptmann unter uns. Nun, das ändert alles, was? Der Hauptmann kommt, schärft schön die Schwerter, und seht zu, dass eure Stiefel blitzen. Nun sagt mir, Hauptmann, hast du jemals einen Grauk gejagt? Ein Grauk hat, was du mir versprachst? Ja. Aber nicht irgendein Grauk. Der größte, den ich je gesehen habe. Machen wir uns bereit! Mach dir um mich keine Sorgen. Ich wurde gut geschult. Mein Hund, Silver, war auch gut geschult. Also, bevor ein Warg sie verspeist hat. Jagd kennt keine Regeln, Jungchen. Wir stellen sich in Reihe und Glied und lassen uns Befehle geben. Hier geht's um Instinkt. Es geht um Bauchgefühl. Und, wie du hier siehst, habe ich von beidem mehr als genug. Du willst also lernen, wie man jagt. Folge mir. Die Jagd selbst ist eine Bestie, die du zähmen musst. Der Quatsch ganz schön viel. Die Lektion der Karagor-Jagd? Nicht sterben. Wozu brauchen wir sie? Wir reiten auf ihnen. Sie sind gute Reittiere für unsere Jagd. Dein Rang wird die Bestie nicht beeindrucken. Für sie schmeckt jedes Fleisch gleich. Schwätzer. Wenn du einmal auf der Jagd warst, Jungchen, bist du ein anderer Mensch. Hoffentlich ein besserer, aber wer weiß. Na, wir werden sehen. Als ich Wargs jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um sie zu verstehen. Karagor! Diese Biester hassen Wasser. Einmal wollte ich auf einem durch einen Fluss reiten. Er sprang mit mir eine Klippe rauf. Unglaublich, was sie tun, um einer Wäsche zu entgehen. Die Jagd ist meine Geliebte. Schön, aufregend, mitreißend. Und sie nörgelt nicht wie meine Frau. Weil er hat eine Frau? Ja. Du hast doch nicht gelebt, bevor du nicht auf der Jagd warst, Jungchen. Selbst die Luft riecht anders. Nach Triumph. Waldläufer, hier rüber!